Auf den ersten Blick wirkt Rukla nicht wie ein Ort, der für eine feindliche Armee ein lohnenswertes Ziel wäre. Der Supermarkt ist das einzig erkennbare Zentrum der Kleinstadt. Sonst gibt es hier nicht viel. Aufgrund ihrer Lage aber fühlen sich viele Einwohner bedroht. Gerade einmal 120 Kilometer sind es von hier bis nach Russland. Um den strategisch wichtigen Ort zu sichern, ziehen in die litauische Kaserne am Ortsrand gerade auch Truppen der NATO ein, unter deutscher Führung. Noch ist vieles im Aufbau. Selbst die provisorische Einsatzzentrale der Bundeswehr ist noch nicht fertig. Am Ende werden wir einen einsatzbereiten Gefechtsverband hier haben. Wie gesagt, wir sind noch in der Aufbauphase und am Ende werden wir diesen haben. Und der ist natürlich als Teil einer litauischen Brigade, als Teil der gesamten Bemühungen der NATO zu verstehen. Und insofern leisten wir doch einen entscheidenden Beitrag zur Abschreckungsfähigkeit der NATO. Insgesamt 1000 NATO-Soldaten sollen es bis zum Sommer sein, samt Panzern und anderem schweren Gerät. Deutsche, Belgier, Niederländer. Bald schon wollen sie mit den Gastgebern zusammen für den Ernstfall üben. Gemeinsam mit den Amerikanern, die hier sowieso stationiert sind, wollen sie russischem Expansionsstreben einen Riegel vorschieben. Dass sich Moskau von den NATO-Truppen hier in Rukla beeindrucken lassen wird, ist unwahrscheinlich. Stattdessen wird es wohl selbst weiter aufrüsten, mehr Soldaten an seine Westgrenze schicken oder mehr Waffen in die Exklave Kaliningrad. Das ist ein Risiko, das Deutschland und die NATO bewusst eingehen, um Litauen und den anderen östlichen Mitgliedstaaten zu zeigen, wir stehen hinter euch. Ein Signal, das viele in Litauen schätzen. In Rukla selbst aber sind die Meinungen geteilt. Ich habe sehr große Angst vor Krieg. Wir brauchen hier darum noch mehr Soldaten aus anderen Ländern. Das macht uns sicherer. Und die sind auch alle sehr nett. Es macht aber doch keinen Unterschied, ob die hier stationiert sind oder nicht. Wenn Russland angreifen will, dann schlägt genau hier die erste Rakete ein. Und die zerstört sowieso alles. Ein Gefühl der Bedrohung, das in Rukla überall spürbar ist. Trotz der NATO-Truppen, die Angst vor Russland, dem großen Nachbarn und ehemaligen Besatzer, sie bleibt.